den ersten Teil unserer sehr nützlichen Gespräche durchgeführt. Es war konstruktiv und war ziemlich inhaltsreich. Wir haben festgestellt, dass trotz Meinungsverschiedenheiten zu gewissen Fragen arbeiten wir weiter zusammen in einer ganzen Reihe von Bereichen. Wir haben unsere Einstellung zur Festigung dieser Zusammenarbeit bestätigt. Es schien mir, wir haben eine gemeinsame Meinung, dass unter schwierigen Situationen in Europa, in der Welt insgesamt, ein intensiver politischer Dialog zwischen Russland und Deutschland besonders nachgefragt ist. Wir haben positiv die Entwicklung der Handelsbeziehungen bewertet, trotz der Sanktionsspirale, die sich aufdreht, wie auf Initiative von Washington, bleibt Deutschland unser wichtiger Handelspartner. Im November und Oktober stieg der Handelsvolumen um mehr als 23% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres und belief sich auf 49,8 Milliarden Dollar. Wir schätzen es hoch, dass die Bundesregierung Projekt des Baus von Nord Stream 2 weiter unterstützt und es als kommerzielle Initiative behandelt, gerichtet auf Diversifizierung des Lieferweges von Erdgas und im Endeffekt auf Erhöhung der Energiesicherheit Europas. Mit Genugtuung haben wir festgestellt, dass Maßnahmen umgesetzt werden im Rahmen des im Dezember gestarteten russisch-deutschen Jahres der wissenschaftlichen und Bildungspartnerschaften. Es wird dauern bis 2020 und soll dem Aufbau der universitären Zusammenarbeit und akademischen Austausch beitragen. Solche Aktionen sind sehr wichtig aus der Sicht des gegenseitigen Vertrauens, der Nichtzulassung der Entfremdung zwischen Russen und Deutschland und Förderung der Kontakte zwischen den Menschen. Während der Besprechung der Schlüsselfragen der Welttagesordnung haben wir viel Aufmerksamkeit der Situation geschenkt, die sich bildet im Zusammenhang mit der Entscheidung von USA, INF-Vertrag auszuscheiden. Das birgt negative Folgen in sich für die Stabilität und nach dem Austritt von USA aus dem Raketenabwehrvertrag, jetzt Austritt von INF-Vertrag. Das droht der ganzen Architektur der Kontrolle über Rüstung, einschließlich Vertrag über strategische Angriffswaffen und einschließlich Perspektiven der weiteren nuklearen Entrüstung und der Stabilität des Regimes des Nichtverbreitungsvertrags. Wir haben ausführlich dieses Thema heute besprochen mit Herrn Minister und die russische Seite hat bestätigt, dass trotz der Scheiterung, also wegen der ultimativen Position von USA, bei den Beratungen zwischen den russischen und amerikanischen Experten in Genf am 15. Januar sind wir immer noch bereit, professionell und konkret Gespräch zu führen mit Tatsachen, um zu versuchen, diesen wichtigsten Vertrag zu retten, der im Wesentlichen Masse strategische Stabilität gewährleistet. Und natürlich verstehen wir Besorgnis der Europäer mit dieser Situation, weil moderne Politiker und Diplomaten erinnern sich noch an die Krise, die in Europa ausbrach durch die Stationierung von amerikanischen Pershings da im letzten Jahrhundert. Wir haben die Situation in der Ukraine behandelt, ausgehend von der Notwendigkeit, konsequent Minsker Abkommen zu erfüllen, die leider noch nicht voranschreiten, wie auch die Entscheidungen, die entwickelt worden sind im Rahmen der Normandia-Formate, einschließlich Summit des normandischen Vier im Jahre 15 in Paris und im Jahre 16 in Berlin, wo es eine Vereinbarung erzielt wurde über eine ganze Reihe von Schritten, sowohl im Sicherheitsbereich als auch im Bereich des politischen Prozesses. Aber wegen der Position der Ukraine wurden diese Schritte nicht umgesetzt. Wir gehen auch davon aus, dass unsere europäischen Kolleginnen und Kollegen grobe Verletzungen durch die ukrainische Markt ihrer internationalen Verpflichtungen gemerkt haben, vor allem in Bezug auf Gewährleistung von sprachlichen Bildungsrechten und Freiheiten und auch gemerkt haben, wie gefährlich in diesem Lande neonazistische Stimmungen verstärkt werden. Und wir werden noch zusätzlich über Syrien sprechen. Hier gibt es gewisse Fortschritte und
Ich rechne damit, dass die Vereinbarungen, die beim Summit Russland, Deutschland, Frankreich und Türkei in Istanbul erzielt worden sind vor ein paar Monaten, vor allem über die Notwendigkeit des baldigen Anfangs der Arbeit von dem Verfassungsausschuss, in der allernächsten Zeit erfüllt werden. Wir haben unseren Kollegen darüber erzählt, dass wir am Montag einen neuen speziellen Gesandten des Generalsekretärs von Syrien zu Besuch haben werden, Herrn Petersen, und wir haben Interesse von ihm zu hören, wie er es vorhat, die Arbeit von diesem Verfassungsausschuss anzufangen, zumal er mit zweitägigen Besuch vor kurzem in Damaskus war und Verhandlungen geführt hat mit der syrischen Staatsführung. Deutschland ist in diesem und nächsten Jahr Mitglied des Sicherheitsrates von UNO. Wir sind darauf eingestellt, konstruktiv in diesem Organ mit unseren deutschen Partnern zusammenzuarbeiten, und ich bin mir sicher, dass die Teilnahme Berlins an der Arbeit des Sicherheitsrates dazu beitragen wird, dass Effektivität von denjenigen Handlungen erhöht wird, die notwendig sind, um die Entscheidungen umzusetzen, die da getroffen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Heiko Maas. Ja, vielen Dank, lieber Sergej. Danke für den freundlichen Empfang hier in Moskau. Und ich glaube, wir stimmen überein in der Analyse, dass wir international vor schweren Aufgaben stehen und deshalb selten ein aufrichtiger und enger Dialog zwischen Moskau und Berlin wichtig ist, so wichtig ist. Und mit klaren Positionen und Angeboten zur Zusammenarbeit und zur Positionierung in den internationalen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben seit meinem letzten Besuch im Mai 2018 mehr als in den Jahren zuvor auf den Weg gebracht. Zum Beispiel das Themenjahr der Hochschulkooperation, das jetzt schon in der Umsetzung befindlich ist. Aber auch den hochrangigen Dialog in Sicherheitsfragen, in dem wir die Hohe Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik wieder eingesetzt haben, die es ja nicht mehr gegeben hat. Gerade haben wir besprochen, dass wir in Gedenken an die Leningrader Blockade ein deutsches Unterstützungsprojekt auflegen werden, und damit fördern wir ein Krankenhaus für Blockadeopfer und eine Begegnungsstätte in St. Petersburg. Und das Startsignal, das wollen wir diesen Monat auch noch gemeinsam geben. Wir haben auch über, und zwar erneut über den INF-Vertrag gesprochen. Dieser Vertrag hat Europa seit über 30 Jahren sicherer gemacht, ist und bleibt ein wichtiger Baustein der europäischen Sicherheitskultur, und deshalb haben wir ein großes Interesse daran, dass er auch erhalten bleibt. Letztlich, er berührt unsere Sicherheitsinteressen auf elementare Art und Weise, und deshalb setzen wir uns als deutsche Bundesregierung dafür ein, dass dieser Vertrag auch eine Zukunft hat. Wir sind auch der Auffassung, dass Russland den Vertrag retten kann. Es ist kein Geheimnis, dass wir auch wie alle anderen NATO-Staaten der Auffassung sind, dass es einen vertragsfriedigen Marschflugkörper gibt und dieser verifizierbar abgerüstet werden muss, um die Vertragstreue wiederherzustellen. Dennoch, wir sehen, dass es Gespräche gibt, und wir begrüßen auch, dass die russische Seite weiter gesprächsbereit ist, um die verbleibende Zeit zu nutzen, Fragen zu beantworten, Informationen zu geben und damit auch einen Beitrag zu leisten, dass der INF-Vertrag erhalten bleiben kann. Aber der INF-Vertrag reicht gar nicht aus. Es ist darüber hinaus wichtig, wir müssen dringend die Rüstungskontrolle insgesamt und weitergehend auf die internationale Tagesordnung setzen. Dafür setze ich mich ein, auch wenn ich weiß, dass es sich dabei um ein dickes Brett handelt. Aber Fragen der internationalen Rüstungskontrollarchitektur sind auf der internationalen Agenda in der Vergangenheit viel zu selten vorgekommen, und das wollen wir ändern. Und deshalb lade ich im Frühjahr zu einer Konferenz nach Berlin ein, um unter anderem die Regulierung neuartiger Waffenarten voranzubringen, und hoffe auf eine nicht nur umfassende Beteiligung, sondern dass es auch möglich sein wird, darüber zu reden, wie all die Waffensysteme, autonome Waffen, Killer Robotics, die Cyberwaffen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind
die keiner ausreichenden internationalen Kontrolle und keinen ausreichenden internationalen Regeln unterliegen, auf der Ebene zu Verfahren und zu Wegen zu kommen, wie wir auch dies in die internationale Rüstungskontrollarchitektur einbeziehen können. Wir haben auch über die Lage in der Ukraine geredet. Russland und die Ukraine, beide tragen die Verantwortung dafür, dass wir im Normandie-Format weiterkommen, dass es endlich auch einen echten Waffenstillstand gibt. Auch die Lage am Asowschen Meer und das, was sich dort entwickelt hat, hat uns in der Vergangenheit durchaus Sorgen bereitet. Wir wollen keinen neuen Konfliktherd haben. Die freie Durchfahrt an der Straße von Kertsch muss gewährleistet sein und es ist gut, dass das jetzt auch der Fall ist. Eine Krise, auf jeden Fall, wie wir sie im November hatten, die darf sich nicht wiederholen und dafür brauchen wir für die Zukunft Klarheit. Und das, was jetzt der Fall ist, nämlich dass diese Durchfahrt frei und ungehindert besteht, das muss dauerhaft auch so bleiben. Bei der Frage der in Russland festgenommenen ukrainischen Soldaten sind wir weiterhin der Auffassung, dass diese freigelassen werden müssen. Wir werden über Syrien weiter sprechen, aber auch hier stellen sich viele Fragen. Alle Akteure, die insbesondere Möglichkeiten haben, auf das Regime einzuwirken in Syrien, müssen mit allen anderen Beteiligten verantwortlich handeln. Und vor allen Dingen die internationale Abstimmung ist etwas, was uns wichtig ist und das vor allen Dingen mit dem neuen VN-Sondergesandten Petersen, der Anfang des Jahres seine Arbeit aufgenommen hat. Uns beschäftigt weiterhin die Lage in Idlib. Das gilt auch mit Blick auf den humanitären Zugang, den Umgang mit den Rückkehrern nach Syrien und das Engagement für einen tragfähigen Verfassungsprozess. Und bei all diesen Themen wurde auch in den Gesprächen heute, die sehr konstruktiv gewesen sind, wieder klar, dass wir nur im Dialog zu Ergebnissen kommen. Und deshalb ist es gut, dass wir heute miteinander reden, dass wir anschließend unsere Gespräche fortsetzen und vereinbart haben, bei vielen Themen auch in den kommenden Wochen in einem engen Kontakt zu bleiben. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, jetzt bitte Fragen, bitte per Fax. Frage an Herrn Lavrov. Sagen Sie bitte, was halten Sie dafür, dass die Ukraine es nicht vorhat, Wahllokalen in Russland zu eröffnen und hat es auch nicht vor, einen Vertreter von Russland in die OSZE-Delegation mit aufzunehmen bei den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine? Und wie sehen Sie die Perspektiven des Normandie-Formats? Danke. Ja, dagegen stehen wir negativ und wir sehen hinter dieser Entscheidung keine Wahllokalen in den diplomatischen Missionen Ukraine in Russland zu eröffnen. Da sehen wir ein Bestreben danach, künstlich die Wahlergebnisse zu beeinflussen zugunsten der heutigen Macht, weil Millionen der Ukrainer das Wahlrecht zu entziehen, ich meine jetzt die Ukrainer, die in Russland leben und arbeiten, das ist die Verletzung aller Normen, die angewendet werden und anzuwenden sind im Rahmen der OSZE, unter anderem bei der Durchführung von freien demokratischen Wahlen. Dass Herr Klimkin, Außenminister der Ukraine, diese Entscheidung erklärte, also die Entscheidung, keine Wahllokale zu eröffnen in den diplomatischen Anstalten Ukraine in Russland durch fehlende Sicherheitsbedingungen hier, das besteht keine Kritik. Also bei uns finden regelmäßig sehr viele internationale Veranstaltungen statt. Die Weltmeisterschaft, die von Hunderttausenden Ausländern besucht wurde, einschließlich viele Ukrainer. Kein einziger Vorfall, der davon zeugen würde, dass keine Sicherheit gewährleistet wird, egal in welchen Situationen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Es
kamen keine Beschwerden. Andere Sache ist, dass wenn Wahlen in der Russischen Föderation durchgeführt werden, eröffnen wir die Wahllokalen in unseren diplomatischen Anstalten, in der Botschaft in Kiew und in den Generalkonsulaten. Und nicht zum ersten Mal am Wahltag ist es so, dass Kämpfer von dem Rechtssektor und sonstige Neonazisten einfach diese unseren diplomatischen Missionen umkreisen und russische Staatsbürger nicht kommen lassen, verhindern, dass sie ihre Stimme abgeben. Also wer würde über die Sicherheit der Abstimmung reden, aber nicht unsere ukrainischen Kollegen? Und was ihre Weigerung angeht, Beobachter von Russland in die OSZE-Mission mit aufzunehmen, die die Wahlen in der Ukraine beobachten wird. Ich glaube, hier soll die OSZE vor allem ihren Standpunkt äußern und insbesondere Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, die Wahltätigkeit der OSZE koordiniert. Was Perspektiven des Normandie-Formats angeht, wir haben heute darüber gesprochen. Ja, wie Sie wissen, bei den zwei Normandie-Summits im Oktober 2015 in Paris und im Oktober 2016 in Deutschland haben die Staatschefs und die Kanzlerin auch zwei konkrete Entscheidungen getroffen. Die erste Entscheidung bezog sich auf den Sicherheitsbereich und bestand in der Notwendigkeit, Vereinbarung zu erfüllen über Verteilung von Kräften und Mitteln in drei Ortschaften, Petrovsk, Zolotoy und Lugansk. Immer noch in Lugansk begann man damit nicht. Die ukrainische Seite fordert, also dass, um es zu machen, man abwarten soll, 7 Tage, komplette Stille. OSZE hat schon 55 Mal fixiert, dass da wochenlange Perioden es gab, als Waffenstillstand eingehalten wurde. Das nehmen die Ukrainer nicht zur Kenntnis und verzichten immer noch auf die Fixierung dieser Vereinbarung und einfach Anfang der Kräfteverschiebung. Und in den anderen zwei Ortschaften fand das statt und ziemlich schnell, aber nach ein paar Monaten, ganz leise und schleichend, haben die ukrainischen Truppen wieder Positionen genommen in diesen sogenannten grauen Zonen. Und die zweite Vereinbarung, die durch Ukraine ignoriert wird, das ist die Steinmeier-Formel. Herr Steinmeier war damals Außenminister der BRD, also jetzt der Präsident, Bundespräsident. Diese Formel besteht darin, dass das Gesetz über besonderen Status von Donbass in Kraft tritt auf provisorischer Grundlage am Wahltag in Donbass und auf ständiger Grundlage an dem Tag, wenn OSZE einen endgültigen Bericht verfasst, unter der Bedingung, dass da frei demokratischer Charakter der in Donbass stattgefundenen Wahlen festgestellt wird. Und über beides, ja, mit Bleistift in der Hand, haben die Staatschefs des Normandie-Formats sich einig geworden. Es sind schon 2,5 Jahre vorbei und beim nächsten Summit in Berlin, weder in Normandie-Gruppe auf der Expertenebene und auf Ministerebene noch in der Kontaktgruppe, will Kiew diese zwei Vereinbarungen auf Papier festlegen. Ich habe unserem deutschen Kollegen vorgeschlagen, damit wir heute unsere Meinung äußern mit ihm über die Notwendigkeit, diese zwei Vereinbarungen zu erfüllen. Dazu gab es wohl keine Meinungsverschiedenheiten. Unsere deutschen Freunde meinen, dass es lieber wieder im Normandie-Format zu besprechen ist. Unsere Position ist ganz einfach. Wenn wir alles der Ukraine überlassen, werden die Ukrainer natürlich wieder ihre destruktiven Handlungen vornehmen. Im Falle des nächsten Normandie-Summits oder Kontaktes im anderen Format, dann werden wir nicht weit fortschreiten. Und die Situation zeugte von einer ganz einfachen Sache, von der wir lange gesprochen haben. Diejenigen, die also für ukrainisches Regime stehen, also müssen ihn dazu zwingen, das zu erfüllen, was dieses Regime unterzeichnet. Sonst wird es eine Zeitverschwendung sein, sich im Normandie-Format wieder zu versammeln. Ich kann etwas zum Normandie-Format sagen und der Zukunft des Normandie-Formats, weil ich es für erforderlich und notwendig halte, dass wir uns in dem Rahmen weiterhin mit den Fragen des Minsker Prozesses auseinandersetzen. Und dort gibt es Erwartungen an die russische Seite, aber auch an die ukrainische Seite. Dass wir uns zu den Themen, die Sergej Lavrov jetzt noch einmal benannt hat, die Steinmeier-Formel und auch die Entflechtungsmaßnahmen, weil sie vereinbart worden sind, natürlich auch noch einmal bekennen können. Dem ist gar nichts hinzuzufügen,
Allerdings halten wir aufgrund der Tatsache, dass wir in diesem Format immer zu viert sind, es für sinnvoll, wenn man sich zu viert zusammensetzt, dies auch noch einmal zu bekräftigen, damit alle mit am Tisch sind. Wenn wir jetzt anfangen würden, jeweils als deutsche und französische Vertreter mit den jeweils russischen Verantwortlichen und ein anderes Mal mit den ukrainisch Verantwortlichen zu verhandeln, glaube ich, würde das Format Stück für Stück entwertet. Und deshalb in der Sache sind wir uns vollkommen einig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Runde zu viert weiter zusammenhalten. Und dafür gibt es unterschiedliche Ebenen. Es gibt die Ebene der Experten, der politischen Direktoren, der Außenminister bis hin zu den Regierungschefs. Und ich hoffe, dass es uns gelingen wird, in Zukunft in diesen Formaten auf unterschiedlichen Ebenen auch oft Beiträge zu liefern, dass die Situation in der Ostukraine endlich einer Lösung zugeführt wird. Bitte schön, die nächste Frage, Vertreter der deutschen Massenmedien. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Minister Maas, Sie reisen heute Nachmittag noch nach Kiew weiter. Ist Ihre Reise als eine Art Vermittlungsmission in Sachen Ukraine-Krise anzusehen? Und haben Sie heute neue Vorschläge gemacht, was die Sicherung, die dauerhafte Sicherung der freien Durchfahrt in das Asowsche Meer angeht? Sie haben ja schon mal eine Ausweitung der OSZE-Mission ins Spiel gebracht. Und Herr Minister Lavrov, wie beurteilen Sie die deutschen Vermittlungsbemühungen in dieser Sache? Wie stehen Sie zu deutschen Vorschlägen dazu? Und glauben Sie, dass sich in dieser Sache vor der Präsidentenwahl in der Ukraine Ende März überhaupt etwas bewegen kann? Natürlich werde ich, wenn ich heute Morgen in Moskau bin und heute am späten Nachmittag auch noch in Kiew, über die Fragen rund um die Ostukraine sprechen. Wir haben im N4-Format zusammen mit unseren französischen Freunden natürlich auch eine Vermittlerrolle übernommen, aber wir wollen dies natürlich in enger Abstimmung mit denjenigen tun, um die es geht, hier in Moskau und später auch in Kiew. Letztlich wird das nur gemeinsam miteinander funktionieren. Was die Frage der freien Durchfahrt in der Straße von Kertsch angeht, haben wir in der Vergangenheit uns immer auch mit den Ukrainern auseinandergesetzt, welche Maßnahmen einen Beitrag dazu liefern können, dass sich die Lage dort beruhigt. Das ist mittlerweile der Fall. Die Durchfahrt ist frei. Das sagen alle Beteiligten. Natürlich werden wir auch weiterhin darüber reden, das, was Präsident Putin und die Bundeskanzlerin am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires besprochen haben, dass nämlich insbesondere Deutschland und Frankreich möglicherweise in der Lage wäre, auch zu dokumentieren, dass es sich mittlerweile um eine freie Durchfahrt handelt oder auch noch einmal einen Blick darauf zu werfen, wie die Situation dort insgesamt ist. Und ich glaube, dass das durchaus ein Thema sein kann für die kommenden Wochen. Wir haben dazu heute hier keine Vereinbarung beschlossen. Wir stehen aber weiterhin zur Verfügung, zusammen mit Frankreich in dieser Frage eine Rolle zu spielen und auch eine Funktion zu übernehmen. Nun, wissen Sie, ehrlich gesagt, der Begriff Vermittlung, wenn es um Normandie-Format geht, ja, finden wir nicht ganz korrekt. Es gibt Abkommen von Minsk, die formuliert worden sind durch die Leader der Normandie 4 und wurden auch akzeptiert von den Konfliktseiten, von der ukrainischen Macht, von Donetsk und von Lugansk. Die Unterschriften, die unter Minsker Abkommen stehen, zeugen davon deutlich. Und es wurde eine Deklaration verabschiedet der Normandie-Leader zur Unterstützung dieser Minsker Abkommen. Da gab es Sachen, die immer noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Insbesondere Deutschland und Frankreich haben die Gewährleistung von mobilen Bankleistungen in Donbass übernommen und das hat gescheitert und ukrainische Macht will überhaupt nicht zusammenarbeiten in diesen Fragen.
spricht man davon, ob es überhaupt angebracht ist, eine Vermittlung in der ukrainischen Situation, dann ja. Und wir hoffen sehr, ich habe darüber schon gesprochen, dass die Länder, die ukrainische Regierung patronisieren müssen, mehr das Verhalten des Regimes beeinflussen. Vor allem, also was den Kern der Minsker Abkommen angeht, direkten Dialog zwischen Kiew und Donetsk und Lugansk. Dafür wurde eine Kontaktgruppe gegründet und wie man das versucht, dreiseitig zu nennen. Sie ist das einzige Format, in dem das ukrainische Regime und Donbass, diese Gebiete von Donbass am gleichen Tisch sitzen. Aber weder im Normandie-Format noch in der Kontaktgruppe, also Vertreter der Ukraine, sie verzichten sich harsch darauf, sie weigern sich, Dokumente zu verabschieden, die juristisch die Entflechtung von Truppen festlegen werden und die Steinmeier-Formel. Da braucht man keine Vermittler. Man soll der Macht in Kiew einfach befehlen, das zu machen, worüber der Präsident Poroschenko selbst eine Einigung erzielt hat. Und solange sehen wir keinen solchen Wunsch von unseren deutschen, französischen Freunden, wie sie das nennen mögen, Vermittlung oder Nichtvermittlung, das ist aber Tatsache. So, jetzt, was die Wasserstraße zu Kertsch angeht. Sie haben mich gefragt, wie habe ich die deutschen Vorschläge empfunden. Ich habe diese Vorschläge zum ersten Mal während der Verhandlungen gesehen. Aber wenn Sie mich darüber fragen, dann haben Sie früher davon gewusst, als ich sie gesehen habe. Das ist interessant. Ich werde nicht ins Details eingehen. Das ist nicht ein Geheimnis von mir. Das ist ein Vorschlag Deutschlands. Haben wir erst erhalten. Wir müssen es studieren. Ich kann nur eines sagen. Schon mehr als vor einem Monat hatte Bundeskanzlerin Merkel den Präsidenten Putin davon gebeten, den deutschen Fachleuten zu erlauben, zur Straße von Kertsch zu kommen und zu schauen, wie die Durchfahrt erfolgt in diesem Gewässer, in Rücksicht darauf, dass man Sicherheitsnormen einzuhalten hat, ob die Lotsenführung da ist und so. Und Präsident Putin hat zugestimmt. Nach einer gewissen Zeit hat die Bundeskanzlerin Merkel ihn davon gebeten, dass die deutschen Fachleute gemeinsam mit den Französischen kommen. Dem hat er auch zugestimmt und es ist schon mehr als ein Monat vorbei, aber immer noch keine Besuche sehen wir heute. Herr Maas hat mir einen Vorschlag übergeben, diese einfache Reise irgendwie in einem Dokument fasst, das mit der Ukraine abzustimmen ist. Wir haben ehrlich gesagt, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen daran interessiert sind, was Präsident Putin der Bundeskanzlerin Merkel versprochen hat, so kann das heute Morgen zu jedem Zeitpunkt gemacht werden, wenn die Idee darin besteht, also dass es notwendig ist, das in irgendeiner politischen Prozedur zu fassen, woran auch ukrainische Seite irgendwelche Entscheidungen treffen wird, dann haben wir Risiko, in die gleiche Situation zu geraten, in die Normandie-Format mit der Steinmeier-Formel geraten ist. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Aber ich habe gemerkt, dass Herr Maas gesagt hat, dass jetzt die Freiheit der Durchfahrt in der Straße von Kertsch da ist. Ich stelle fest, dass die gab es immer. Und die ukrainischen Schiffe, die zivilen Schiffe, die also Fischfangschiffe und Handelsschiffe sind immer da ruhig gefahren. Und im September des letzten Jahres waren auch die Kriegsmarineschiffe der Ukraine durch. Sie haben diese Aufgabe wunderschön gemeistert, weil sie den Regeln folgten, die angewendet werden für die Durchfahrt dieser schwierigen Strecke des Gewässers. Ich meine jetzt die Straße von Kertsch. Und im November, anstatt festgelegte Produktion zu folgen, die sie selbst auch eingehalten haben, hat die Marine der Ukraine beschlossen, eine Provokation einzugehen, was auch gelang. Und wenn es keine Provokation geben wird, und von Kiew gab es schon laut Erklärungen, dass sie bald einen neuen Durchbruch organisieren werden über die Wasserstraße von Kertsch. Sie haben Marine von NATO eingeladen, sich diesem Durchbruch anzuschließen. NATO schweigt, weil es absolut offensichtlich ist, dass es dazu gedacht wird, um die Spannung aufrechtzuerhalten.
Und die Wähler so fit zu halten vor der Abstimmung am 31. März bei Präsidentenwahl. Also daran bestehen keine Zweifel. Und ich bin mir sicher, dass auch unsere Kollegen in der BRD und in Frankreich und in anderen europäischen Hauptstädten sehr gut verstehen, worum es hier geht. Aber wenn sie schon beschlossen haben, und zwar lange her, Ukraine zu unterstützen, praktisch in allem, was sie macht, so, da können wir nichts dafür und uns bleibt es nur zu hoffen, dass wenn europäische Gespräche mit der Macht in Kiew nicht für die Öffentlichkeit stattfindet, so da doch öffentlich, aber direkt dem ukrainischen Regime gesagt wird, was zu tun ist, um seine Verpflichtungen einzuhalten, sei es Minsker Abkommen, seien es internationale Menschenrechtskonventionen, Konventionen über die Freiheit für sprachliche und religiöse und nationale Minderheiten im Allgemeinen. Danke. Ich will vielleicht eine Klarstellung anfügen. Die Frage bezog sich auf den Vorschlag für die Überwachung der freien Durchfahrt bei der Straße von Kertsch, eine OSZE-Mission zu beschließen. Das ist das, worüber wir am Rande der OSZE-Konferenz in Mailand debattiert haben. Das ist aber nicht das, worüber wir heute diskutiert haben. Insofern kann der Kollege der Presse auch den Vorschlag nicht vorher bekommen haben, denn er, worüber wir heute geredet haben, setzt sich nur noch damit auseinander, dass Deutschland und Frankreich als Partner im N4-Format sich mit dieser Aufgabe auseinandersetzen. Bitte schön, Russia Today. Guten Tag, sitzend, um die Kamera leider nicht zu stören. Herr Maas, wenn ich darf Ihnen die erste Frage. Was halten Sie dafür, dass Ihr ukrainischer Amtskollege, Außenminister, erklärt hat, dass es keine Wahllokale in Russland geben wird und dass Ukraine gegen Teilnahme Russlands in OSZE ist? Und wenn Sie gestatten, die zweite Frage. Sie haben öffentlich erklärt, dass die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland auf breiten Widerstand stoßen wird. Über welche Möglichkeiten verfügt die Bundesregierung, um eine solche Stationierung zu verhindern? Und Herr Lavrov, bitte schön, wenn Sie gestatten. Am 21. Januar wird der Rat der Europäischen Union erst eine neue schwarze Liste erstellen im Rahmen eines neuen Sanktionsregimes gegen diejenigen, die sie selbst für verantwortlich für Herstellung und Einsatz chemischer Waffen halten. Laut Medienberichten werden auf dieser Liste 4 russische Staatsbürger stehen, die Offiziere der russischen Militäraufklärung genannt werden, unter anderem die Personen, die dem Mordanschlag gegen Sergei und Julia Skripal verdächtigt sind. Frage, wie hat es das Außenamt vor, russische Staatsbürger zu schützen? Wird es sich für ihre Absetzung von der Liste einsetzen und über Syrien? Wie bewerten Sie die Ergebnisse im Norden von Syrien, insbesondere die mit der Explosion in Manbij verbunden sind, was zur gleichen Zeit mit dem Rückzug der US-Truppen aus dem Land und mit den Aufrufen zur Gründung einer sicheren Zone im Norden von Syrien passiert sind. Präsidentschaftswahlen in der Ukraine gehen wir davon aus, dass dafür gesorgt wird, dass alle Wahlberechtigten auch einen ordentlichen Zugang zu Wahllokalen haben. Und bei der Frage, wer an einer entsprechenden Wahlbeobachtermission der OSZE teilnimmt, dabei gehe ich davon aus, dass die OSZE dazu alles Notwendige sagen wird. Letztlich ist sie dafür zuständig und auch für die Organisation, wer wo als Wahlbeobachter hingeschickt wird. Und dem will ich auch nicht vorgreifen. Also ich kann dazu sagen, dass wir eine Einladung von OSZE bekommen haben, unsere Beobachterin die Mission zu schicken, die die Wahlen beobachten wird. Also eine Einladung haben wir. Ich gehe davon aus, zumindest kenne ich so die OSZE, dass wenn sie Beobachtungsmissionen beschließt, dass sie auch darauf pocht, dass diese, so wie sie konzipiert sind, umgesetzt werden. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die OSZE, das ist keine Mission der deutschen Bundesregierung, sondern eine der OSZE, dass die OSZE auch das Notwendige dazu sagen wird. Was die Frage des INF-Vertrages angeht und der Frage, dass ich mir nicht vorstellen kann,
dass es viele Menschen in Europa gibt, die ein Interesse daran haben, dass es zu einer neuen Aufrüstungsspirale kommt, auch im Bereich der landgestützten nuklearen Mittelstreckenraketen. Die einfachste Möglichkeit, das zu verhindern, ist, den INF-Vertrag zu erhalten, dafür zu sorgen, dass die Vertragstreue hergestellt wird, dass die offenen Fragen beantwortet werden, dass nicht auf der russischen Seite entsprechende Raketensysteme, die dem INF-Vertrag, unterstehen, aufgestellt werden. Dann wird das auch auf der anderen Seite nicht der Fall sein. Aber ich bin auch der Auffassung, dass der INF-Vertrag heute gar nicht mehr ausreicht, weil es mittlerweile so viele neue Waffensysteme gibt, autonome Waffen, alles, was im Cyberraum möglich ist, dass wir eine vertragliche Grundlage brauchen, die weit über den INF-Vertrag hinausgeht, die neue technologische Möglichkeiten im Bereich der Waffensysteme erfasst und die im Übrigen nicht nur Russland und die USA als Vertragspartner hat, sondern die eine Vielzahl anderer Staaten, die in diesen Bereichen aktiv sind, dazu gehört auch nicht nur China, mit in eine neue Form der internationalen Rüstungskontrollarchitektur mit einbezieht. Über die Sitzung des Rates der EU am Montag, ehrlich gesagt, habe ich davon nicht gehört. Aber wahrscheinlich gab es irgendeine Ankündigung, da die Massenmedien davon wissen. Nein, wirklich, die Europäische Union vor einer gewissen Zeit hat erklärt, sie schaffe eine Struktur, die Fragen lösen wird über die Bestrafung von denjenigen, die mit Einsatz der chemischen Waffen verbunden sind. Diese Entscheidung stützt auf die Resolution der Vollversammlung, die durch Abstimmung verabschiedet wurde. Irgendein unabhängiger Ermittlungsmechanismus der Fälle des Einsatzes der chemischen Waffen. Wir haben dagegen gestimmt mit einer großen Gruppe von Staaten, weil die Vollversammlung laut Satzung der UN keine Ermittlungsfunktionen und Schuldzuweisung besitzt, wie auch keine Funktionen der Untersuchung der Sekretariat der Organisation für Verbot der chemischen Waffe hat. Das heißt technisches Sekretariat. Deswegen, wenn bei der Konferenz der Mitgliedstaaten der Konvenz über Verbot der chemischen Waffe unsere westlichen Kollegen also sich von den Anglosachsen leiten ließen und stimmten, ja, wobei weniger als mit Hälfte der Stimmen von Mitgliedsländern der Konvenz dafür, dieses technische Sekretariat mit Funktionen zu befähigen, Schuld festzustellen, da haben sie dadurch in die Prärogative des Sicherheitsrates der UNO also eingedrungen. Und jetzt solche illegale, rechtswidrige der Konvenz über Verbot der chemischen Waffe widersprechende Handlungen werden legalisiert. Und zwar nicht durch Verhandlungen, sondern durch die Abstimmung. Durch Aufzwingen von rechtswidrigen Entscheidungen. Und in diese Reihe passt auch die Entscheidung der Europäischen Union, dass sie jetzt zunächst über ihre Konfrontationshandlungen in der UNO und im Rahmen der Organisation für Verbot der chemischen Waffe gewisse Regeln festgelegt haben, die dem Völkerrecht widersprechen. Und aufgrund dieser Regeln werden sie Informationen beziehen. Höchstwahrscheinlich, da gibt es Risiken, dass diese Information befangen unvollständig und oder auch verheimlicht sein wird. Und auf Grundlage dieser geheimen Angaben werden sie diejenigen, die jeweiligen Personen bestrafen. Genauso passiert es übrigens auch mit den Skripals. Wenn Engländer alle oder die meisten ihrer Partner gezwungen haben, der damaligen noch EU-Partner, als diese Tragödie passiert ist in Salisbury. Also sie haben die gezwungen, sich an die Entscheidung über die Entsendung russischer Diplomaten anzuschließen. Ich habe viele meiner Kollegen in Europa gefragt, so privat, haben die Engländer ihnen was vorgelegt als Zusatz dafür, dass sie öffentlich sagen, mit diesem highly likely? Und alle haben mir gesagt, mit denen ich gesprochen habe, nein, sie haben nichts vorgelegt, aber versprochen, was später vorzulegen. Immer noch gibt es
nützt nichts. Immer noch weiß kein Mensch, wo die Skripals sind und Dutzende unserer Ansprachen über Konsulzugang bleiben ohne Antwort. Entweder bekommen wir eine formelle Antwort mit Berufung auf Interessen der Sicherheit des Vereinigten Königreichs. Also das ist nicht zum ersten Mal. Das ist ja so eine Manier sozusagen. Ja, und als Litvinenko starb vor über 10 Jahren, glaube ich, das war 2007, ja, da haben die einfach das geschlossen gemacht, das Gerichtsverfahren. Und all die Unterlagen, die die Geheimdienste vorgelegt haben, also die ganze Beschuldigung, das war sogar für die Rechtsanwälte nicht erhältlich, die sich damit bekannt machen wollten. Und übrigens, wenn wir über dieses Highly Likely sprechen, ja, wir haben heute viel über einen Vertrag gesprochen. Unsere Kollegen sagen, es sei wichtig, mit Tatsachen zu operieren. Und genau das schlagen wir den Amerikanern vor zu machen und schon mehrere Jahre. Und lange Zeit haben sie uns einfach Schuld zugewiesen, dass wir was verletzt haben, ohne zu erklären, worin diese Schuld besteht. Über welche Rakete geht es überhaupt? Wir haben also mit einer Zange von innen gezogen den Namen von den Raketen und wir haben gesagt, ja, es gab diese Rakete, die wurde getestet. Womit sind sie unzufrieden? Sie haben diese Rakete also für größere Reichweite getestet, als erlaubt durch einen Vertrag. Wir haben gebeten, das zu konkretisieren. Und ein paar Jahre haben sie uns keine Information geliefert. Und erst im Herbst des letzten Jahres haben sie 2 Daten genannt, wann nach ihrer Einschätzung die Teste stattfanden, die quasi den INF-Vertrag verletzt haben. Wir haben denen aber erklärt, ja, es gab Teste, die Reichweite war so und so im durch Vertrag genehmigten Bereich. Wir haben um konkretere Beweise gebeten. Wenn die überzeugt sind, die Reichweite wäre verletzt, dann hätten sie also Satellitenaufnahmen oder sonst was. Nichts wurde uns vorgelegt. Wir stehen dafür, dass eine komplette Transparenz gewährleistet wird im Hinblick darauf, wie Russland einen Vertrag und wie USA einen Vertrag auch einhält. Genau darüber wollten wir am 15. November in Genf sprechen. Und man hat uns ja ziemlich, würde ich sagen, grob gesagt, dass es nicht geht. So eine Absage haben wir bekommen und uns wurde gesagt, nur wir können das Schicksal dieses Vertrags entscheiden. Man muss lediglich nur diese ganzen Raketen und ihre Startanlagen vernichten und die ganze Ausrüstung, die damit verbunden ist, vernichten und es zu gewährleisten, dass regelmäßig einmal in 3 Monaten amerikanische Kontrolleure Prüfer kommen, damit sie hier herumlaufen und schauen, was für sie interessant ist. Na klar, dass das ursprünglich dazu gedacht war, um einen Vorwand zu schaffen, aus dem Vertrag auszuscheiden. Ich offenbare kein großes Geheimnis, wenn ich sage, dass erst noch im Oktober Präsident Trump erklärte, dass sie aus dem Vertrag austreten und unsere amerikanischen Kollegen während der offiziellen Kontakte zu verschiedenen Fragen der Entrüstung und der Waffenkontrolle, die haben uns gesagt, diese Entscheidung sei endgültig und nicht umkehrbar. Und der Erklärung davon, dass USA aus dem Vertrag austritt, ist keine Einladung zum Dialog. Das ist ein Zitat. Also schauen Sie selbst, welche Motive die USA hatten und was sie wirklich wollten. Ja, und da gab es noch was. Ja, über Syrien. Naja, wissen Sie, nicht nur im Norden von Syrien, auch in anderen Teilen von Syrien, also führen die Ereignisse zur Notwendigkeit des aktiveren Einsatzes von denjenigen, die es helfen wollen, terroristische Drohung auszumerzen. Und auch die syrische Macht selbst, Explosion in Manbij, da gab es schon lange Prozesse, die besprochen worden sind zwischen USA und der Türkei und sie bestanden darin, sich zu einigen über irgendwelche gemeinsamen Patrouillen oder darüber, dass auf den Territorien, wo die Kurden traditionsmäßig nicht lebten, dass sie nicht von Kurden besiedelt werden. Und wie Sie wissen, war die Türkei sehr stark davon besorgt, dass ihre Sicherheit ihrer Grenzen und in Gefahr gebracht werden kann. Jetzt hier in diesem Bezirk, da hat sich positive Tendenz doch abgezeichnet, unter anderem im Zusammenhang auch damit, dass die Syrer
syrische Armee dahin gegangen ist mit Unterstützung der russischen Militärpolizei. Und bestimmte Vereinbarungen haben begonnen, sich abzuzeichnen zwischen USA und der Türkei. Über diese Pufferzonen werden wir noch ausführlich mit unseren türkischen Kollegen in der nächsten Woche sprechen. Aber was uns Sorgen macht, ist, dass in Idlib trotz der Vereinbarungen über die Gründung keiner demilitarisierten Zone, da so die Jabhat al-Nusra, die sich umgefärbt hat in Fejh Tahrir-Sham, dominiert und verletzte auch das Regime der demilitarisierten Zone. Gegen 70% dieser Zone ist schon besetzt durch Terroristen. Sie versuchen von da Positionen der syrischen Armee zu beschießen, Ortschaften auch, und versuchen sogar unserem Militärstützpunkt in Chemin zu drohen. Das ist eine der akuten Probleme, weil also diesen letzten großen Herd von Terrorismus in Syrien unendlich bleiben zu lassen, ist so gut wie unmöglich. Im Norden, im Hinblick auf die Erklärung der Amerikaner, dass sie die Truppen abziehen, ne? Sie wissen, wie sie erklären, dann 2 Monate, dann 6 Monate, dann ein gültiger Sieg, obwohl Sieg bereits erklärt wurde. Man muss schauen, wie das in der Tat passieren wird. Aber wir haben keinen Zweifel daran, dass der einzige zuverlässige Weg, keine Rezidiven, terroristische Rezidiven zuzulassen in Syrien, ist die Übergabe dieser Territorien unter die Kontrolle der syrischen Regierung, also den Streitkräften der Syrischen Arabischen Republik. Dasselbe betrifft auch den Süden von Syrien, den Bezirk Al-Tanf, wo die Amerikaner rechtswidrig einseitig eine gewisse Zone gegründet haben mit Radius von 45 Kilometer. Da drinnen befindet sich Flüchtlingslager Rukban, das in elender Lage ist. Es ist unmöglich, humanitäre Hilfe dahin zu liefern, weil in dieser amerikanischen Enklave Banditen schalten und walten. Und sie nehmen einfach diese humanitäre Hilfe und sagen, wir werden es selbst verteilen. Wie sie das tun, weiß keiner. Ein Konvoi erfolgte mit Unterstützung der syrischen Regierung. Jetzt versucht man uns wieder zu überreden, damit wir ein zweites Konvoi herausbilden, gemeinsam mit Damask. Aber solange es keine Garantie gibt, dass diese humanitären Waren zu denjenigen gelangen, für die sie bestimmt sind, also für die Flüchtlinge, kann es keine Vereinbarungen geben. Auf jeden Fall werden die Amerikaner ihre Militärleute, die in diesem Enklave sich, wo die Banditen sich verstecken, sie versorgen doch ihre Militärleute aus Irak oder aus Jordanien. Also es gibt einen Lieferweg von Waren. Das sollen wir das dann auch für Flüchtlinge benutzen und nicht nur für die Offiziere der amerikanischen Sondertruppen. Also wir sind an dem Fortschritt interessiert in der Richtung, dass unsere gemeinsamen Positionen, die im Sicherheitsrat UNO verankert sind, über die Notwendigkeit, die Integrität der Syrischen Arabischen Republik behalten wird, dass sie umgesetzt werden, sozusagen auf dem Lande, in den ganzen Bezirken, die ich erwähnt habe, und überhaupt auf dem Territorium des Landes. So, abschließende Frage, bitteschön. Danke. Vom Deutschlandfunk. Eine Frage an Sergej Viktorovich. Der INF-Vertrag wird dann wohl bald Geschichte sein. In welchem Umfang will die Russische Föderation dann aufrüsten, um auf die Aufrüstungspläne der Vereinigten Staaten zu antworten? Oder ist das schon hinreichend erledigt worden? Und eine Frage an den deutschen Außenminister Heiko Maas. Am Dienstag haben Verhandlungen in Genf stattgefunden zwischen der russischen und der amerikanischen Seite. Sie sind recht rasch abgebrochen worden. Es hat dem Vernehmen nach das russische Angebot zur Inspektion der in Frage stehenden Raketen oder des Raketentyps gegeben. Sind Sie der Auffassung, dass die Amerikaner dieses Angebot so leichtfertig nicht hätten ablehnen dürfen? Sie haben angefangen. Ja, in meinem Einleitungswort habe ich auch Besorgnis
zum Ausdruck gebracht über die Kontrolle, über Entrüstung, also die Vereinbarungen, die lange Jahrzehnte Grundlage bildeten für die Erhaltung der strategischen Stabilität in der Welt. Und nach dem ABM-Vertrag machen die Amerikaner jetzt weiteren einseitigen Schritt, indem sie den INF-Vertrag zerstören. Ich wiederhole nochmals, was ich in der Antwort der letzten Frage gesagt habe. Während der offiziellen Verhandlungen im Oktober haben sie gesagt, die Erklärung von Herrn Trump darüber, dass der USA-INF-Vertrag austritt, ist eine endgültige, nicht umkehrbare Entscheidung und das muss man überhaupt nicht als Einladung zum Dialog betrachten, weil wir immer danach strebten, diesen Vertrag zu behalten. Und im Laufe der ganzen Jahre, solange Amerikaner uns solche abstrakte Ansprüche gestellt haben, haben wir vorgeschlagen, auf Dialog einzugehen. Also, und der letzte Fall war in Genf. Da gab es ein Treffen, wie die amerikanischen Vertreter, die sich benommen haben, habe ich bereits erwähnt. Und wir verstehen wohl, dass man in Europa davon besorgt ist, weil in 2 Jahren noch Vertrag über strategische Angriffswaffen abläuft. Im nächsten Jahr kommt eine Übersichtskonferenz des Vertrages über die Nichtverbreitung der Nuklearwaffe. Im Rahmen davon wächst ernste Unzufriedenheit mit der Unfähigkeit des Westens vor allem, das zu erfüllen, worüber man sich noch in den 90er Jahren einig geworden ist. Und zwar Anfang der Verhandlungen, so im Nahen Osten eine freie Zone von der Massenvernichtungsware Waffe zu gründen. Jetzt mit arabischen Ländern, vor allem mit Ägypten, versuchen wir doch die Situation zu retten und es nicht zuzulassen, dass nochmals ein Durchfall des Anfangs von solchen Verhandlungen von denjenigen benutzt wird, die den Nichtverbreitungsvertrag einfach zerstören wollen. Also es gibt viele Fragen und wir haben heute es gesagt, wir unterstützen die Position Deutschlands, die darin besteht, dass es notwendig ist, gemeinsam zu überlegen, wie es weitergeht mit der Gewährleistung von irgendwelchen Benehmensverhaltensnormen im Bereich der Rüstungen, vor allem nuklearen Rüstungen und im Bereich der strategischen Stabilität im Allgemeinen. Wir sind auf eine solche Arbeit bereit und was unsere praktische Tätigkeit angeht, nach eventuellem Tod des Vertrages. Herr Präsident Putin hat seinerzeit die Situation kommentiert über diese Raketen und er hat gesagt, wenn man uns beschuldigt in der Verletzung des Vertrages, die Autoren dieser Schuldzuweisungen berücksichtigen es nicht, dass wir im Grunde genommen solche Raketen haben, die in der Marine und in der Luft basiert sind, was von dem Vertrag nicht verboten ist. Als man Vertrag unterzeichnete, hatten wir die nicht und jetzt haben wir die entwickelt. Mittel- und Kurzstreckenraketen für Marine und für Luftstreitkräfte, die absolut legitim und legal sind. Und wir haben keine Not, keinen drängenden Bedarf, irgendwie heimlich eine Variante dieser Rakete auf Land, landbasiert zu entwickeln. Das wäre einfach nicht rational. Also wir sind auf ein konkretes Gespräch bereit und unsere praktischen Handlungen werden davon abhängen, also im Fall des Zerfalls dieses Dokumentes. Also wird unser praktisches Vorgehensweise davon abhängen, wie sich die anderen Länder verhalten werden, die bereits über solche Waffen verfügen, wie die USA sich benehmen wird, die bereits die Arbeit angefangen haben an der Entwicklung der Kurz- und Mittelstreckenraketen. Ich will zunächst noch einmal darauf hinweisen, dass die Gespräche über eine mögliche russische Verletzung des INF-Vertrages keine sind, die seit wenigen Wochen geführt werden, sondern sie sind schon von der Obama-Administration geführt worden. Und es gab eine Vielzahl von amerikanischen Hinweisen und auch Nachfragen, die in einem Zeitraum von 5 Jahren nicht zufriedenstellend beantwortet worden sind. Und dabei geht es nicht darum, dass Gespräche verweigert worden sind, sondern es geht ganz einfach darum, dass Stück für Stück nur informiert worden ist. Dass mittlerweile nicht mehr abgestritten wird, dass es ein entsprechendes Raketensystem gibt, nur noch darauf hingewiesen wird, dass das deshalb dem INF-Vertrag nicht unterfällt, weil die Reichweite der Raketen 500 Kilometer nicht überschreitet, sondern nur knapp darunter liegt, ist jetzt auch nicht unbedingt eine Entwicklung und eine Informationspolitik, die dazu beiträgt, zu glauben, dass es in dieser Frage eben keine Verletzung des INF-Vertrages gibt. Das hätte man wirklich auch schon früher aus der Welt räumen können, wenn dies so gewesen sein soll.
Deshalb ist es bedauerlich, dass jetzt sehr spät erst Gespräche geführt werden, bei denen auch Angebote ausgesprochen werden, bestimmte Inspektionen durchzuführen. Ich bin bei diesen Gesprächen nicht dabei gewesen, aber natürlich geht es jetzt darum, diese Zeit, die wenigen Tage, die eigentlich nur noch bleiben, um überprüfbar sicherzustellen, ob entsprechende Raketen existieren. Das ist nach Auffassung aller NATO-Partner der Fall. Und deshalb kann die Vertragstreue beim INF-Vertrag nur hergestellt werden, indem diese Raketen auch nachweisbar und überprüfbar abgerüstet werden. Und alles, was dazu beiträgt, jeder Termin, jede Information, ist hilfreich. Und deshalb begrüße ich, dass Russland, genauso wie die Vereinigten Staaten erklärt haben, auch in den kommenden Tagen weiterhin gesprächsbereit zu bleiben. Wichtig wird es dabei sein, nicht nur über den INF-Vertrag zu reden, sondern weitergehend eine Debatte anzustoßen über eine neue Rüstungskontrollarchitektur, und zwar international. Denn wir wissen, und auch da ist es so, dass mittlerweile nicht mehr nur die USA und Russland die Ansprechpartner sind, sondern dass neben China auch mittlerweile andere Staaten nicht nur im atomaren Bereich Entwicklung haben, sondern auch im Bereich von autonomen Waffensystemen, im Cyberraum. Und wir wollen, dass all diese Entwicklungen, die es dort gibt, viel stärker Gegenstand einer neuen internationalen Rüstungskontrollarchitektur werden. Und deshalb werden wir schon im März dazu eine Konferenz in Berlin abhalten, die die Themen klar fokussieren soll und die im Übrigen auch in der Vorstufe unseres Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wir werden im April dort den Vorsitz haben und auch dort dieses Thema einführen, bereits eine erste Möglichkeit sein soll für möglichst viele, den Stand der Dinge zu diskutieren, um eine Grundlage zu haben, diese Diskussion auf der politischen Ebene dann auch anstoßen zu können. Insofern gehen wir davon aus, dass wir beides brauchen. Zum einen eine intensive Diskussion über den INF-Vertrag und die Wiederherstellung der Vertragstreue. Die Tatsache, dass nicht nur die Vereinigten Staaten und die USA Vertragspartner von Rüstungskontrollverträgen sein sollten, sondern mittlerweile weitaus mehr Staaten. Auch mit denen muss man in den internationalen Organisationen und in den multilateralen Foren, die es gibt, dieses Thema auf die Tagesordnung setzen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir dazu auch mit Sicherheit nicht von heute auf morgen, denn dabei handelt es sich um das Bohren dicker Bretter, eine Diskussion auf internationaler Bühne bekommen werden, an deren Ende tatsächlich Regeln stehen sollen, wie verhindert wird, dass nicht in allem, was technisch möglich ist, wir Aufrüstung statt Abrüstung haben. Auf jeden Fall wird sich die deutsche Bundesregierung mit diesem Thema nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch insbesondere als Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen massiv einsetzen. Also damit schließen wir die Pressekonferenz ab. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Danke.